Op 1 september 2012 werd in Doetinchem een bijzonder jubileum gevierd. Op die dag was het namelijk precies 25 jaar geleden dat ik mijn allereerste stapjes zette in het radiolandschap. Oftewel, ik presenteerde toen mijn eerste radioprogramma. Op 2 september werd ik 40 jaar. Dat deze twee mijlpalen in één en hetzelfde weekend samenvielen, had ik 25 jaar geleden echt niet zo uitgedacht. Maar het was wel reden genoeg voor een feestje. Welkom bij het derde en laatste deel van het jubileumsgala vanuit Schouwburg Amphion in Doetinchem. Dames en heren, stelt u zich eens voor dat u 14 jaar bent. En je komt op een groot podium. In zo'n schouwburg als hier Amphion. Welk applaus zouden jullie dan willen hebben? Dames en heren, Laura van Kaam! Die Beine saßen noch am gleichen Platz und sie sang vom roten Sand bis dem großen fernen Land und vom Glück, dass ihr Leiden niemals fand. Fliegt nicht so hoch, mein kleiner Freund, die Sonne brennt dort oben heiß. Wer so kleine Freund, glaub mich, mein, es küsst mit dir. Keine hilft dir dann, ich weiß es ja, wie damals bei mir war. Und am Morgen stand die Alte Straße und sie winkte, doch die Autos fuhren vorbei. Als ihr dann die Tränen nach einem toten Vogel sah, glaubte ihr, dass das sein Freund vom Gästen war. Fliegt nicht so hoch, mein kleiner Freund, die Sonne. Mein kleiner Freund, glaub mich, mein, es gut mit dir. Keine hilft dir dann, ich weiß es ja, wer damals bei mir war. Laura, hoe vond je het vanavond? Ja, ik vond het echt superleuk om te doen. Je zag er een beetje tegenop, of niet? Nou, dat viel wel mee, maar ik was de eerste keer Duits zingen, is natuurlijk erg spannend. Ja, natuurlijk, ze is een Duitse muziek, wat moet ik ermee? Ja, eigenlijk wel, maar uiteindelijk vond ik het wel superleuk. Wat vind je er nou ineens leuk aan? Omdat het gewoon zo gezellig is en iedereen is gewoon zo spontaan. En mensen reageren heel direct, hè? Ja, dat is echt superleuk. Wat denk je er nou nog zo over die Duitse muziek? Nou, ik weet niet, eigenlijk. Eigenlijk wel een beetje, maar ik vind de mensen eromheen echt superleuk. Große Freunde sind sie geworden und ich bin mir sicher, Weiband, du freust dich sehr, dass er da ist, aber sie dürfen sich auch freuen auf Günther Sturm. Und die rechte Hand nach oben. Hand aufs Herz. So wie du mich anlachst, könnte ich schwören, du bist es auch. Heute kann ich für nichts mehr. Wenn ich dich sehe, hab ich ein Feuerwerk im Bauch. Ich freu mich drauf, was heute mit uns passiert. Und die rechte Hand nach oben. Hand aufs Herz, wir wollen doch beide nur das eine. Und die rechte Hand. Hand aufs Herz, du jagst wie ich den Traum vom Glück. Hand aufs Herz, wir waren doch viel.
Zu viele Tage ziehen bedeutungslos vorbei. Doch das lässt sich ab heute nicht mehr zu. Ich liebe meinen Traum und nehme mein Schicksal in die Hand. Was mir dazu noch fehlt, das bist nur du. Und die rechte Hand nach oben. Hand aufs Herz, wir wollen doch beide nur das eine. Hand aufs Herz, du jagst wie ich den Traum vom Glück. Und die rechte Hand. Hand aufs Herz, wir waren doch viel zu lang alleine. Und noch einmal. Hand aufs Herz, ist dieses Leben nicht verrückt. Hand aufs Herz, wir wollen doch beide nur das eine. Hoppala. Hand aufs Herz, du jagst wie ich den Traum vom Glück. Da ruft ein Holländer an und sagt, ich mache eine Volksmusikveranstaltung. Ja, wir Schweizer haben großes Vertrauen in Holländer. Und wir trauen das den Holländern auch zu, dass die das machen und auch dann so durchziehen. Nein, er ist natürlich extrem motiviert. Also ich meine, ich habe noch nie jemanden gesehen, der immer einen halben Meter am Boden ist und ständig Sachen organisiert und Künstler anruft und alle wieder mit einbindet. Ich finde das wunderschön von ihm. Was wünschst du ihm? Oh, einfach, dass er zufrieden ist mit seinem Job, mit der Familie natürlich. Familie ist das Wichtigste. Ich wünsche ihm, dass er gesund bleibt. Ich wünsche ihm noch ganz, ganz viele tolle Konzerte. Und ich wünsche mir, dass er auch noch zwischendurch mal an mich denkt und mich wieder von der Schweiz rausholt nach Holland. Das würde mich sehr freuen, weil es ist wirklich, es ist wie ein Heimkommen hierher. Die ganze Organisation ist so sympathisch und nett. Es ist so wie eine Familie und man fühlt sich sehr, sehr wohl als Künstler. Cantata, die Montagna. Hörst du die Liebe von ihr Berg und schenkt und der Wind von steilen Felsen in tiefe Täler lenkt. Sie berühren das Herz von wer sie hört, vergisst nie. Von manch Lied erwacht und mancher Wunsch wird Melodie. Cantata, die Schöpfung im Morgen hoch, von dem Gipfel im Blick, von die Welt mal von oben sehen, das ist das größte Glück. Mit Freude an einem Strand, von durch Seelen zu gehen, von dafür muss man dankbar sein, Gott wird es sehen. Cantata,
Herzen die Sonne klingt, wenn man sie mit guten Freunden singt, dann Tata die Montagna. Dann Tata die Montagna. Weibrand, ich bin wirklich stolz auf dich, dass du es geschafft hast. Was du geschafft hast, ist der absolute Wahnsinn. Und ich darf dich jetzt mal auf die Bühne bitten. Ja, dames en heren. Als erstes muss ich mich bei meinem Team bedanken. Weil mein Team, sie sehen mich immer in der ersten Reihe stehen, im Licht. Aber hinter mich steht ein Team beflügelter Menschen, von denen ich jede einzelne schätze und liebe. Menschen, die immer da sind, wenn ich sie brauche. Denen ich nicht immer meine Anerkennung geben kann, wie ich es eigentlich möchte. Aber ohne sie könnte ich das nicht. Meine rechte Hand Peter, da sitzt du. Vor einem Jahr bist du bei mir begonnen im Büro zu arbeiten und du bist nicht nur unverzichtbar fürs Geschäft geworden, nein, auch wirklich ein guter Freund. Freund, dankjewel. Und Maria, die ab November eine Festanstellung in unserem Büro bekommt und ich nicht mehr missen kann. Aber auch Robert, Ronny, Wilma, Kitty, Hans, Theo, René, Marcelino, Ellie, Wilco, Willy und an jeder, die uns zur Seite steht. Mein Kameramann und guter Freund Patrick Spoel, Rudy, Henny, Kim, Suus. Wir zusammen, nur wir zusammen sind den Erfolg von Spiel mir einer. Dank jullie wel. Meine Mutter, die alles aus einem Abstand beobachtet und das alle ganze blöde Musik findet. Aber ab und zu einmal doch völlig außer Rand und Band gerät bei den Liedern von den Zillertaler. Weil dann steht sie auf dem Stuhl. Und der Mann, der mir Tag und Nacht zur Seite steht, den ich zu jeder Zeit um Rat fragen kann. Mit ihm treffe ich noch immer die größten finanziellen Entscheidungen für mein Geschäft. Ein Mann, der noch immer 5 Zentimeter größer wird, wenn er mich auf der Bühne stehen sieht. Das sagt er zwar nie, aber am liebsten würde er lauthals rufen, das ist mein Sohn. Er ist ohne Zweifel mein allergrößter Fan und ich hoffe, dass er das auch noch lang bleibt. Mindestens bis dass du 100 bist. Papa, danke für alles. Ich hou van jou. Dankjewel. Tja. Und dann sind daar nog 2 dankensagungen. Als eerste sie hier im Saal, auf unsere reizen. In den Festzelten vor dem Fernseher oder zuhörend vor dem Radio, ohne sie hätte Spiel mir einer, auch ich, nicht ein Fitzelchen Daseinsberechtigung in dieser Branche. Danke für Ihre Loyalität, Ihr Vertrauen und vor allem danke für die tollen Feste und Abende, die wir gemeinsam feiern dürfen. Dank u wel. Dank u wel. Und diese Arbeit kann ich nicht tun, ohne das Wissen, dass zu Hause alles in Ordnung ist. Menschen, die ich viele Tage im Jahr allein lassen muss. Und dann sehr vermissen und die Basis sind, dass ich alles tun kann. Meine kleine Prinzessin, Liesel Eleonora. Mein strammes Kerlchen, Weibrand Junior. Und natürlich die Liebes meines Lebens. Hou voor jou. Als een vogel wil ik vliegen. Over land en over zee, over dromen en verlangens, kom ga je met me mee en vlieg. Kom, spreid je vleugels over onrecht en geweld. Blijf hopen en geloven dat
dat is het enige wat telt. En vlieg. Beweegt ons, ze haalt ons uit die fantasie. Sluit nu je ogen en ga mee. Sluit nu je ogen en ga mee en laat ons vliegen. Hey, 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 hey. Laat ons vliegen. De wereld in jouw dromen, zoals wij er altijd zijn, voor de allerarmsten in Roemenië. Dank jullie wel. Ik vond het waanzinnig een aantal jaar geleden dat ik benaderd was door Wijbrand. Ik ben glasgraveerder. En met de vraag of ik de Golden Tube Award voor hem wilde maken. Nou, dat vond ik zo waanzinnig. En elke keer zie ik die foto's weer voorbij komen met de Oostenrijkse artiesten. Met die bokaal die hij dan weer uit mag reiken. En dan denk ik van, ja, hey, die staat daar op de kast of op de schouw. En die heb ik gemaakt. Wat een eer. Echt helemaal te gek. Dat doet me zo goed. Maar hij geeft ze altijd aan de artiesten. Nou, hij zit nu al 25 jaar in het vak. Dus vanochtend heb ik me nog eventjes in het zweet gewerkt om nog een speciale award te maken voor jou, Wijbrand. Hou hem goed beet. De eerste Wijbrand Award. De eerste Wijbrand 25 jaar radiomoderator award. 1 september 2012. Alsjeblieft, dat hij bij jou goed op de schouw mag komen. Hou van je. Ich muss sagen, wenn man sieht, was er macht, dann kann man nur sagen, es ist ein verrücktes Tempo, was er vorlegt. Als er damals zu Ihnen gekommen ist und hat gesagt, hallo, ich bin ein Holländer, ich mache Volksmusik, was haben Sie da gedacht? Na, ich habe ihn mir angehört, ich bin ja sowieso nicht zu reden gekommen. Erst einmal ist er reingekommen mit einem Körper, das war nur die Hälfte von mir. Und dann hat er ein Mundwerk gehabt, das ist unwahrscheinlich. Und in dieser Zeit hat er mir alles erklärt, was er machen will und so weiter. Und ich habe eigentlich viele Parallelen zu mir gesehen. Und da ist vieles aufgegangen. Hat manches wahrscheinlich sogar besser gemacht wie ich. Aber das ist halt, Gott sei Dank kommen immer wieder junge Leute nach. Tibidibidi, zu meinem Calypso wird dann alles wieder gut. Ja, das ist Mexikanisch. Tibidibidi, zu meinem Calypso sind dann alle wieder froh. Im schönen Mexiko. Coco kauft sich bitte sehr eines Tages Schießgewehr, weil ein Mexikaner das macht so großen Spaß. Coco schießt sogar Loch in Wand von Billys Bar. So entsteht ganz nebenbei schöne Schießerei.
sag mir quanto, sag mir wann. Sag mir quanto, 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 wie ich dich wiedersehen kann. Ich habe immer für dich Zeit. Lass uns träumen am Meer, in einem Traum vom Amor. Denn so schön wie im Traum kommt mir dann das Leben vor. Wie van jullie heeft geen leuke avond gehad? Even vingers zien. Niemand? Ja, maar anders zou ik zeggen, ga er meteen maar uit. Want dan kun je meteen naar huis, ben je als eerste weer thuis. En dan kun je daarover gaan lopen klagen. Want hier wordt verder niet geklaagd, toch? Absoluut niet, nee. Absoluut niet. Een tolle avond gaat zu Ende, maar we willen natuurlijk nogmaals alle artiesten op de bühne zien, oder? Jetzt erzähl mal, wie sind diese vier Stunden an dir vorbeigegangen? Es war gewaltig, all meine Freunde auf der Bühne zu sehen und einmal richtig einen Auftritt miterleben zu können. Normal bin ich dann da in der Kulisse und jetzt habe ich das dann selbst gesehen. Und jetzt verstehe ich immer wieder, warum euch wieder zurückkommt, um mehr zu sehen. Weil es ist umgeflogen und wenn wir so ins Finale reingehen, oh, noch zwei Minuten, dann habe ich Geburtstag, ja. Scheiße. Was glaubst du, warum du hier stehst? Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Weihmann. Happy birthday to you. Hurra! 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 Noch einmal ein letzter Blick auf das Tal und den See. Wie hab ich den Alter vergessen, noch nun heißt Ade. Ich fand gute Freunde, die ich nie vergessen kann. Denn ein ganz neues Leben fing hier für mich wieder an. Schau da! Frau Weber, Karl Moik, Walter Scholz. Hier hab ich gelernt, wahre Werte ganz neu zu sehen. Und was mit mir geschah, soll auch anderen Menschen geschehen. Schau da. Schau, da
deze schitterende finale komen we aan het einde van het jubileumsgala in Schouwburg Amphion in Doetinchem. U heeft het de afgelopen weken kunnen zien. Het was één groot muzikaal feest. Ik zeg op naar de volgende 25 jaar. Wees lief voor elkaar. Blijf gezond. Servus. Vitoch.